Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Orakel. Ich begrüße euch in die neue Woche. Ja, heute ist wieder das Wochenorakel dran. Wir schauen uns heute an, was in dieser Woche auf uns zukommen kann, nämlich auf der allgemeinen Ebene, aber auch speziell für die Liebe, weil das ja wirklich auch so das Hauptthema bei dem einen oder anderen ist. Und ja, wie immer ist dieses Orakel so aufgebaut. Hier die linke Seite ist die allgemeine Seite. Wir legen also hier kein Thema fest. Wir schauen uns hier einfach an, was hier allgemein auf uns zukommt. Und zwar mit meinem Lenormand-Kartendeck, Anjas Wonderland Lenormand. Und natürlich speziell für die Liebe, das ist hier die rechte Seite, habe ich heute dieses Tarotkartendeck von John Holland, habe ich 4 Karten gezogen, um zu schauen, wie denn die Liebesenergien in dieser Woche sind, was auf uns zukommen kann. Und das ist natürlich ein allgemeingültiges Orakel. Wie immer muss ich dazu sagen, das kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und es kann sein, dass beides auf dich zutrifft, nur die allgemeine Seite, vielleicht auch nur die Liebesseite, vielleicht auch gar nichts. Ja, natürlich ist es auch möglich, dass du sagst, ja, momentan kann ich damit nichts anfangen, aber so im Laufe der Woche zeigt sich das Ganze. Ja, das ist natürlich auch möglich, denn wir schauen ja hier in die Zukunft quasi und da kann es dann schon die eine oder andere Überraschung auch geben, dass dann vielleicht doch das eine oder andere auf dich zutrifft. Ja, ich bedanke mich natürlich für eure zahlreichen Buchungen, auch für eure Abonnements, natürlich auch für die vielen E-Mails, die mich immer wieder auch erreichen und natürlich für das zahlreiche Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Das freut mich natürlich sehr und möchte mich da wirklich auch vom Herzen bei euch bedanken und begrüße natürlich alle neuen Zuschauer aufs Herzlichste. Und ja, ich beginne jetzt einfach mit dieser Legung. Wie immer starten wir hier mit der allgemeinen Ebene. Und da decken wir jetzt einfach mal die Karten auf und schauen, welche denn jetzt gefallen sind. Als Hauptthema ist hier der Mond gefallen. Der Mond steht für Emotionen, für Gefühle, ja, aber auch für die Traumebene. Dann haben wir den Anker, der steht natürlich für die Arbeit, aber kann auch für die feste Verankerung einer Situation stehen. Ja, also wir können jetzt hier also sagen, dass wir hier 2 Szenarien haben. Auf der einen Seite die Arbeit, auf der anderen Seite wirklich auch hier die feste Verankerung, aber auch das Klammern an einer Situation, an einen Menschen. Ja, es kann natürlich sein, weil wir hier Anker und Mond haben, dass du vielleicht in dieser Woche eine berufliche Anerkennung bekommen wirst. Ja, oder dass du vielleicht beruflich mit Astrologie, mit den Sternen quasi, mit dem Mond, das zählt ja alles irgendwie auch in die Astrologie, dass du damit beruflich erfolgreich bist oder dass du vielleicht hier wirklich auch eine berufliche Anerkennung bekommst. Oder natürlich, wenn wir hier jetzt andere Themenbereiche aufzeigen, dass du vielleicht hier an Emotionen festhältst, dass jemand an dir festhält oder du einfach auch hier an jemanden festhältst. Nehmen wir die weiteren Karten hinzu. Dann haben wir den Blumenstrauß. Die Blumen stehen für Einladung, Überraschung. Vielleicht bekommst du überraschend eine Einladung für ein Treffen im Privaten, ja? Oder du bekommst eine Einladung, eine Geste, ja, im Bereich der Arbeit, ja, dass du hier überraschend hier wirklich auch Anerkennung bekommst, vielleicht tatsächlich ein Geschenk, ja, ein Geldgeschenk, eine kleine Aufmerksamkeit, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir den Park für Verabredungen, für Treffen, aber auch für die Öffentlichkeit, für Kunden. Kann also sein, dass du im beruflichen Bereich eine Anerkennung bekommst. Vielleicht bekommst du auch einen Blumenstrauß, ja, von einer Kundin, einem Kunden, eine andere Einladung, Eintrittskarten vielleicht auch zu einem Konzert, was auch immer, ja. Oder es geht bei dir darum, eine private Einladung zu bekommen, eben auf ein Treffen, auf ein Date. Dann haben wir den Sarg. Der Sarg steht ja auch für die Stagnation, das Ende und den Neubeginn.
Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier stagniert. Vielleicht hat es in einer emotionalen Angelegenheit bei dir stagniert. Ja, oder im Beruflichen hat es stagniert und in dieser Woche wird sich das auflösen. Da kommt überraschend vielleicht auch hier wirklich eine Anerkennung im Beruflichen oder eben auch Treffen im Privaten und dass hier wirklich auch die Stagnation, dass du vielleicht auch schon gar nicht mehr daran glaubst, ja, dass sich hier etwas bessert. Aber in dieser Woche haben wir hier sehr, sehr stark auch wirklich die, ja, wie soll ich sagen, die Veränderung, ja, die große Transformation. Dann haben wir das Kleeblatt, also es kommen Glücksmomente in dein Leben, sei es jetzt emotional, sei es jetzt beruflich, ja, also das sieht ja wirklich schon mal sehr, sehr gut aus. Dann haben wir das karmische Kreuz, es gibt also hier eine karmische Lernaufgabe für dich. Aber diese Lernaufgabe wird hier wirklich auch in die Transformation gebracht. Dann haben wir die weibliche Hauptperson, das kannst du sein, das kann aber auch eine männliche Person sein, das kann auch dein Gegenüber sein, dein Chef, deine Mutter, dein Herzensmann, deine Herzensdame, Kollegen, wenn wir jetzt hier auf die Arbeit gehen. Und dann haben wir das Schiff für die Reise. Vielleicht kommt es auch überraschend zu einer Reise oder ja, man geht hier einfach auch so aus der abwartenden Haltung raus und es wird hier entweder auf der emotionalen Ebene Einladungen, Treffen geben für Dates, Glücksmomente, vielleicht auch in Kombination mit einer Reise. Das, was vielleicht auch stagniert hat, wird jetzt hier wirklich auch beendet. Ja, man dreht sich hier einfach auch weg von diesem Karma. Jetzt findet hier eine große Transformation statt. Vielleicht bekommst du auch ja auf einer beruflichen Reise eine Anerkennung, ja, oder eben auch hier auf emotionaler Ebene, wo es um Treffen geht, an denen man festhält, um Glücksmomente, um eben auch eine Reise. Vielleicht dauert etwas auch schon sehr, sehr lange. Das Schiff steht ja auch dafür, dass etwas sehr lange dauert. Und jetzt kommt es hier wirklich auch dazu, dass diese Stagnation hier wirklich auch aufgelöst wird und du hier wirklich auch mit einer Anerkennung, mit Einladung, mit Treffen, mit Dates, mit einer anderen emotionalen Überraschung hier wirklich auch rechnen kannst, aber natürlich auch im Beruflichen, ja, dass du vielleicht plötzlich und unerwartet einfach auch eine Wertschätzung bekommst für das, was du tust, ja, von Kunden, vom Chef, von wem auch immer. Ja, und das wird hier für dich wirklich auch so sein, dass das wirklich hier Glücksmomente in dir, also dass das hier wirklich Glücksmomente für dich sind. Ja, also können wir jetzt sagen, auf der allgemeinen Ebene entweder berufliche Anerkennung, vielleicht mit einer Reise kombiniert, oder eben auch hier private Anerkennung, Einladung, Treffen, Dates, Reise. Und die Stagnation wird hier wirklich auch beendet und es findet hier auch eine große Transformation statt. Also lass dich einfach überraschen, was denn hier jetzt wirklich auf dich dann zutreffen kann. Ja, ob das jetzt hier wirklich beruflich zu tun hat oder einfach auch hier emotional in privater Natur. Ja, vielleicht hast du auch zu sehr geklammert an einer Person oder eine Person hat sehr stark an dir geklammert und das wird hier jetzt wirklich auch transformiert und da kann man jetzt hier wirklich auch wieder aufeinander zugehen. Das ist natürlich hier auch möglich. Also da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was hier in dieser Woche auf uns zukommt. Sieht eigentlich ziemlich positiv aus. Ja, gut, der Sarg könnte man sagen, okay, der ist nicht so wahnsinnig gut, aber da wir jetzt wirklich nur positive Karten haben, würde ich jetzt hier wirklich sagen, dass der Stillstand, das, was vielleicht emotional oder im Beruf nicht so geklappt hat, vielleicht auch schon sehr, sehr lange, dass das jetzt hier wirklich auch, ja, in die Transformation gebracht werden kann in dieser Woche und rechne hier auf jeden Fall mit einer Überraschung, sei es beruflich oder auf privater oder beziehungsweise emotionaler Ebene. Ja, das ist mal die allgemeine Bedeutung. Und jetzt schauen wir uns natürlich speziell die Liebe an, denn da habe ich uns vier Karten gezogen und die decke ich jetzt einfach mal auf. Und da haben wir das Vertrauen. Es wird also darum gehen, dass man hier wirklich auch ins Vertrauen gehen kann. Vielleicht hast du Probleme, jemanden zu vertrauen oder jemand hat Probleme, dir zu vertrauen.
Aber es wird einfach hier in dieser Woche um das Vertrauen gehen. Dann haben wir das Scheinen, ja, die Helligkeit. Ja, wenn man hier so diese Karte ansieht, wie hier wirklich auch strahlendes Licht rauskommt. Scheinen, strahlen. Vielleicht strahlst du auch wieder. Vielleicht strahlst du auch Vertrauen aus. Oder jemand anderes strahlt Vertrauen aus, wo du eben hier wirklich, ja, dieser Person auch vertrauen kannst. Es geht hier wirklich auch darum, das, was man ja aussendet, quasi bekommt man zurück. Wenn du Vertrauen aussendest, wenn du aussendest, du vertraust einer Liebesangelegenheit, ja, dass das Beste, das, was für dich wirklich richtig und förderlich ist, wenn du das hier wirklich auch ausstrahlst, dann bekommst du das natürlich auch zurück. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Es geht hier um das Vertrauen und das, was man hier auch wirklich aussendet. Vielleicht sendet auch jemand anderes extrem starkes Vertrauen aus. Ja, dann haben wir Tagträume und Entscheidungen. Vielleicht bist du in dieser Woche so, dass du Tagträume hast, ja, dass du hier auch wirklich, ja, wirklich mal auch schaust, was wünschst du dir in der Liebe, was sind hier wirklich so deine Themen, was hättest du gerne für die Zukunft? Oder es geht bei dir hier wirklich auch um Entscheidungen, dass du vielleicht ins Vertrauen kommst. Ja, dass du für dich eine wichtige und richtige Entscheidung triffst oder dass du ins Vertrauen kommst, dass jemand anderes eine Entscheidung trifft, die mit dir zu tun hat. Ja, es geht also in dieser Woche nicht nur um das Vertrauen, um das, was man ausstrahlt, sondern es geht auch hier um Entscheidungen oder Tagträume. Ja, dass du vielleicht deinen Tagträumen hinterher jagst, zum Beispiel. Oder dass du vielleicht, ja, dich vielleicht einfach mal zurückziehen solltest und einfach mal dich deinen Träumen hingeben und schauen, was wünschst du dir eigentlich? Vielleicht bist du in einer schwierigen Liebessituation, wo du dich wirklich auch mal zurückziehst und überlegst, macht das alles noch Sinn? Ist es jetzt nicht an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Ja, vielleicht bist du Single und entscheidest dich jetzt einfach auch wieder ins Vertrauen zu gehen, dass eben für dich der richtige Partner kommt. Oder du entscheidest dich in einer Beziehung, dich vielleicht zu trennen oder ja, wieder mehr Vertrauen in die Beziehung rein investieren. Oder du hast einen Wunschpartner, wo du dich dafür entscheidest, quasi, dass du dich vielleicht zurückziehst, dass du dich vielleicht von deinem Partner trennst, weil hier vielleicht auch das Vertrauen fehlt oder weil du das Gefühl hast, das sind nur Träume, ja, oder du entscheidest dich, deinem Wunschpartner wieder zu vertrauen, weil es vielleicht Schwierigkeiten in der Vergangenheit gegeben hat, ja. In dieser Woche stehen auch hier Entscheidungen in der Liebe an und du sollst hier wirklich auch auf dich vertrauen, dass du die für dich richtigen Entscheidungen treffen wirst in der Liebe. Die letzte Karte, da haben wir das Manifestieren. Ja, da geht es wirklich darum, dass du das, was du manifestierst, ja, das sind alleine mit den Gedanken, ja, wenn du immer wieder denkst, ich darf nicht vertrauen, ich darf nicht ins Vertrauen gehen, alles ist blöd. Dann wird auch alles blöd sein. Dann manifestierst du das ja auch. Dann kann ja auch nichts anderes kommen. Wenn du aber manifestierst, dass du vertrauen darfst oder dass du hier wirklich auch manifestierst, ja, dass du ja auch eine positive Ausstrahlung hast. Vielleicht hast du auch so das Gefühl, du bist nichts wert, ja, dann manifestierst du das alles. Ja, egal ob positiv oder negativ. Und dann kommt natürlich, egal ob du jetzt etwas Positives manifestierst, indem du sagst, ja, ich bin es wert. Ja, ich bin es wert, in eine funktionierende Partnerschaft zu gehen. Ich bin es wert, dass man mir vertraut. Oder ich darf ruhig vertrauen. Wenn du das manifestierst, dann werden auch von außen Situationen kommen, die hier wirklich auch dich darin bestärken. Aber wenn du immer wieder glaubst, ich darf dem anderen nicht vertrauen, ja, ich bin nichts wert, ja, dann wird das natürlich auch von außen kommen, ja. Es geht darum, in dieser Woche wichtige Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidungen aber hier auch wirklich konsequent auch durchziehen, manifestieren und sagen,
Die Entscheidung, die ich in der Liebe treffe, egal um welche es sich bei dir jetzt handeln mag, vielleicht erwartest du auch von jemand anderen eine Entscheidung, dass du sagst, so, ich möchte jetzt von dir eine Entscheidung. Dann manifestierst du das, ja, dann festigt sich das, dieses Vorhaben, dass du eine Entscheidung triffst und dann sollst du eben auch darauf vertrauen, ja, auf deine Entscheidungen oder einfach auch darauf vertrauen, dass das, was für dich richtig und förderlich ist, in dein Leben kommen darf. Ja, es geht darum, manifestieren, wieder ins Vertrauen gehen, die Ausstrahlung. Vielleicht hast du vielleicht in der letzten Zeit schwierige Zeiten gehabt, wo die dann, das natürlich dann auch auf deine Ausstrahlung auswirkt. Ja, vielleicht entscheidest du dich jetzt hier auch wirklich, mehr auch an dir zu arbeiten. Ja, an deiner Ausstrahlung, vielleicht hat vieles an dir genagt und dass du sagst, so, und das lasse ich jetzt hinter mir. Ich versuche wieder Vertrauen ins Leben zu gewinnen, Vertrauen in die Liebe. Vielleicht betrifft das auch deinen Partner, deinen Wunschpartner, dass dein Wunschpartner jetzt hier oder dein Partner eine Entscheidung trifft, ins Vertrauen zu gehen. Aber das große Hauptthema in der Liebe geht, ist da, das einfach, ins Vertrauen gehen, etwas ausstrahlen, etwas Positives manifestieren und wichtige Entscheidungen treffen. Ja, das können Entscheidungen in der Partnerschaft sein. Das kann eine Entscheidung sein, die dich alleine betrifft. Ja, wenn du Single bist, dass du dich mal entscheidest, wieder mehr rauszugehen, aus dir herauszugehen, darauf zu vertrauen. Ja, dass du eigentlich ein sehr wertvoller Mensch bist. Und das manifestierst du und dann kommt natürlich auch der für dich richtige Partner. Oder dass du einfach auch hier, wenn du einen Wunschpartner hast, eine Entscheidung triffst und sagst, nee, ich will nicht mehr die Affäre sein, ich habe es verdient, einen Partner an meiner Seite zu haben, den ich vertrauen kann. Denn ich kann ja einen Menschen, der gebunden ist, ja, der eine Beziehung hat, wo ich zum Beispiel jetzt nur die Affäre bin, kann ich dem ja nicht vertrauen, denn der betrügt ja in dem Sinne seine Partnerin, ja, dass du sagst, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu beenden, weil ich diesem Menschen einfach nicht vertrauen kann. Ja, und ich öffne mich quasi hier auch wieder für etwas Neues, worum es auch immer bei dir in dieser Woche gehen mag, in der Liebe. Ja, es geht um Entscheidungen, es geht darum, dir zu vertrauen oder jemand anderes zu vertrauen, es geht darum, etwas auszustrahlen, nämlich auch wirklich hier die eigene Entscheidung, wenn du die oder derjenige bist, der hier eine Entscheidung trifft, hier wirklich auch, dass deine Entscheidung Hand und Fuß hat, dass du zu deiner Entscheidung stehst und dass du das hier auch nach außen ausstrahlst und dass du auf dich vertraust, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ja, also wir sehen jetzt hier in diesem Orakel arbeitstechnisch entweder eine Anerkennung oder eben eine emotionale. Ja, und in der Liebe geht es um das Vertrauen, ums Manifestieren und um wichtige Entscheidungen. Also in dieser Woche ist die Energie sehr, sehr gut, hier wirklich auch Entscheidungen, die vielleicht schon sehr lange notwendig sind, zu treffen. Ja, und dann manifestierst du das, dann gehst du ins Vertrauen, dass die Entscheidungen, die du vielleicht dann tatsächlich auch triffst, dass die für dich richtig und förderlich sind. Ja, das ist die große Hauptaussage dieser Kartenlegung. Also wir wissen jetzt, okay, da wird sich einiges tun, auch emotional. Ja, und vielleicht, wenn du ins Vertrauen gehst, wichtige Entscheidungen triffst und wichtige Entscheidungen auch ansprichst, kommt vielleicht auch von außen hier diese Anerkennung. Ja, man kann das Ganze natürlich auch kombinieren. Aber schau einfach, was du aus dieser Legung für dich rausholen kannst, für dich mitnehmen kannst. Und wenn du auch nur mitnehmen kannst, dass du über eine Situation mehr nachdenkst, ja, ist natürlich auch möglich. Aber Entscheidungen entweder von dir oder anderen Personen, die dann trotzdem mit dir etwas zu tun haben. Darum geht's in dieser Woche, in der Liebe. Ja, ich wünsche euch natürlich Erfolge bei euren Entscheidungen, auch beim Manifestieren, auch beim Vertrauen. Da wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr hier eine berufliche Anerkennung bekommt. Wünsche euch bei all euren Vorhaben für diese Woche alles, alles Gute, viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit und ganz viel Liebe. Und ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel mit euch. Alles Liebe, ciao!